Wahlkampf in Pakistan. Die Regierungspartei Muslimliga Nawaz hofft auf einen Wahlerfolg wie 2013 mit ihrem Spitzenkandidaten Shahbaz Sharif, Bruder von Ex-Premier Nawaz Sharif. Dieser wurde erst vor wenigen Tagen bei seiner Rückkehr in sein Heimatland wegen Korruptionsvorwürfen festgenommen. Wahlen in Pakistan laufen nie wirklich fair ab. Und diesmal sieht alles danach aus, als ob es gegen die Muslimliga Nawaz geht. Zahlreiche, größtenteils extremistische Anschläge mit Dutzenden Toten überschatten den Wahlkampf. Ebenfalls zur Wahl steht die pakistanische Volkspartei unter Bilawal Bhutto Zardari. Der 29-Jährige ist der Sohn der früheren Premierministerin Benazir Bhutto, die 2007 bei einem Anschlag getötet wurde. Wir sollten optimistisch auf diese Wahl in Pakistan blicken. Schließlich findet sie überhaupt statt. Endlich hat sich Pakistan, dessen demokratische Prozesse von widernatürlichen Zwischenfällen unterbrochen waren, zu einem Land entwickelt, das immer wieder Wahlen abhält. Das nächste Mal am 25. Juli. Gute Chancen hat auch die Partei Tahrik-e-Insaf des ehemaligen Cricketstars Imran Khan. Ihm werden enge Verbindungen zum Militär nachgesagt. Das mächtige Militär, das in der Vergangenheit die Geschicke des Landes maßgeblich beeinflusst hat, streitet jegliche Einflussnahme in den Wahlkampf ab. Mehr als 370.000 Soldaten sollen den Urnengang absichern. Wahlbeobachter haben sich ebenfalls angekündigt.